Herzlich willkommen zum weiteren Pass von Pokémon Platin. Ich bin hier in der Arena, Stahlarena, wie gesagt. Aber ich bin diesmal nicht mehr alleine, weil ich habe mal wieder den TK hier. Weil, ja, diesmal ist er nicht mehr in der anderen Konfi wie letztens, ne? Nicht wahr? Ja, es wurde mal wieder Zeit. Ja, und er hat auch Unterstützung mitgebracht. Hier, yeah, Kreisviereck, LOL in the house! Bitches. Bitches. Genau. Endlich. Endlich kannst du wieder reden. Am besten laut. Ja, ich rede schon laut. Du bist fast, ja, fast genauso von der Lautstärke wie meine Hintergrundmusik. Ja, Jungs, ich hab's geschafft. Gratuliere. Was hab ich gewonnen? Warte, was hab ich gewonnen? Krabbelmin, cool. Hörst du mich? Ja. Geile Scheiße. Du musst aber lauter reden. Ja, sorry. Du musst schreien aus deinem Herzen und so Gott und so weiter. Ach, warte mal, ich komm gleich, ne? Ich teste jetzt mal was. Du musst schreien aus deinem Herzen. Ja. Ja, die Seele Arena, aus dem Leib schreien. Also der erste Trainer hat einen Stahl aus, das war ja fast wie in echten. Und da hat das ist die Arena von Adam, gell? Richtig. Von Adam Lambert. Boah, was ist los? War voll gut gerade. Ach, wir machen einfach mal zu Trümmerer. Mal schauen, was dieses Magnetilo für Attacken drauf hat. Hallo, Lambert. Oh. Ja, okay. Magnetilo hat den Trümmerer nicht überlebt. Ja, damit hatten wir auch schon zwei Trainer besiegt. Und wir gehen diese komischen Aufzüge. Wir gehen drauf und werden runter und hoch und so weiter und so fort hingeschubt. Oh Mann, Leute, ich hasse Hühner. Jetzt fragen sich bestimmt viele, warum. Was machst du? Ich zocke Legend of Zelda Ocarina of Time auf meiner N64. Ey, hört man mich? Ja, viel besser. Gut. Was hast du getan? Ich hab mein Headset geholt. Sehr gut. Wieso nicht gleich so? Ja, weil hier schon ein Mikro drin ist, aber dann, naja. Die Quali ist 1000-mal besser. Oh ja. So wie damals. Ja, Mann. Ferienlager. Wo du bei der Lua Kanonade ausgeflippt bist bei FIFA Vorfahren. Boah, das war aber auch Saudi Granate, ey, nee. Ja. Ja, und dieses Sherox macht uns fast zu Strecke. Okay, was willst du sagen? Da ging nicht viel. Da ging nicht viel. Nein! Doch. No! Ah! Level up! Oh! Und es wird Dragon Rush erlernen, darauf warte ich doch. Was ja, verlernen wir? Schlitzer. Surf? Nee. Scheiße, wir haben nur zwei Attacken, die verlernen können. Was erlernen? Ach. Ich mach Drachenklaue weg. Das ist für Drachenstoß. Weil ich kann nur Schlitzer noch verlernen. Die anderen beiden Attacken, die mein Gumball drauf hat, ist Zertrümmerer und Surfer. Und ich tue mal meinen Einzelman. Einzelman in the house! Genau. Slaughterhouse! Slaughterhouse! Das könnte ein wenig Training verbrauchen. Gebrauchen natürlich. verbrauchen, genau. Einzelmann und Todesblock. Boom! Einzelmann und Todesblock, Todesblock, Todesblock. Amelie. Ha! Aber ich freue mich noch einen Mondstein. Wir brauchen einen Stein. Aber ich werde irgendwann bald einen finden. Steine. Ja. Rocker Gerardo. Oh nein, Magnetilo. Das kann uns paralysieren. Das ist aber scheißegal, denn wir haben ein paar nützliche Items in unserer Tasche und ich mache Metronom. Welche Augenfarbe hat das gegnerische Pokémon? Keine. Dann ist es tot. Lovely Kiss! Paradise! I can see something in your eyes. Nee, falsch. Das Magnetilo schläft. Durch Todeskuss oder Lovely Kiss oder was auch immer war. Jetzt machen wir morgen die Sun, was aber nichts macht. Denn wir haben ja volle Kraft. 64 ausgeschaltet für heute. Nein, noch nicht für heute, für jetzt. Oha. Flink. Was war Flink? Fling ist Schleuder, ne? Ja. Aber leider kann halt zu mir nichts flingen. So, Metronom und was macht es? Es leuchtet. Oh nein. Es kann nichts flingen. Es kam ein Himmelsfeger. Ja, aber das macht ja voll viel Schaden bei einem Magnetilo. Wer weiß, wer weiß. Man kann ja nicht wissen, weil
wenn du es mal wissenschaftlich betrachtest, irgend so ein fliegender Komet, wenn du einen Magneten trifft, ich glaube, der aufgrund der Hitze, mit der der Flugkörper auf die Erde prallt, würde der Magnet, da er aus Eisen besteht, schmelzen. Von daher frage ich mich, warum das nicht sehr effektiv ist. Ja, das machen wir. Wir haben, was haben wir eigentlich? Scheiße, Alter. Kurzzeitgedächtnis, ich hab grad vergessen, was ich eingesetzt hab, gerade eben. Aber jetzt machen wir eine Psy-Strahl-Attacke, aber einfach so, warum machen wir nur Attacken, die nicht effektiv sind? Ah ja, stimmt, wir haben Eisenschwert gemacht, die war auch nicht effektiv, aber wir haben nicht getroffen. Das ist ja bescheuert. Heißt, was ist los mit dir? Mach mal was Gescheites hier. Aquavelle, nee. Der ist noch traumatisiert von der Liga von Bad Grün. Genau. Da sein Homie Todesblock gestorben ist. Ja, Mann. Der ist noch traumatisiert ein bisschen. Ja, immerhin haben wir jetzt einen Wasserring aufgebaut, das heißt, wir bekommen jetzt pro Runde KP zurück. Wir haben noch dreimal Metronom. Und greifen mit Zauberblatt an. Ey, schon wieder eine Attacke, die nicht so effektiv ist. Was ist los? Beim letzten Metronom kommt eine KO-Attacke. Richtig. Und jetzt sind wir verwirrt. Muss kommen. Was uns aber nicht stört. Wir haben ja noch ausreichend KP übrig. Nicht nur wegen Wasserringen, sondern auch, weil Heinzelmann einfach nur... Heinzelmann ist. Genau. Darauf habe ich gewartet. Das verletzt sich aber selbst. Dann kommt wieder Magnetbomben ab. Wie ein Terrorist. Terrorist noch sozusagen. So, nochmal verwirrt. Und es verletzt sich schon wieder selbst. Pandero schreit. Noch einmal Metronom, oder? Nee, ich habe immer noch zwei. Weil ich anscheinend angegriffen. Angegriffen hab. So, jetzt greif an. Schrei. Endlich Metronom. Schrei. Knirscher. Lass mich raten, schon wieder nicht sehr effektiv, aber diesmal ein Volltreffer, was das Magnetilo ausknockt. Siehst so. Du? Aber damit ist dieser Kampf noch nicht vorbei, denn jetzt kommt noch eins. Ich bleib einfach mal drin. Mach die letzte Metronom-Attacke und mal schauen, was rauskommt. Jetzt ist es auch so aus Konfusion ausgeslappt, sozusagen. Und es macht Wirbelwind, aber... Ja. Wirbelwind, eine super Attacke. Nur leider... Beim letzten geil. Pokémon. Wirbelwind FTW. Leider, aber beim letzten Pokémon. Und es nicht. Jetzt muss ich austauschen, denn. Jetzt machen wir einen Gimmick-Kampf sozusagen. Ich tausche Einzelmänner aus und schmeiße unser Magnaforce rein. Magnetilo versus Magneton. Ja. Yeah. So. Jetzt bin ich gespannt, wer das Rennen hat. Ein Magnetilo oder drei. Aber eigentlich müssten doch. Paralysieren nach dem! Du Hurending. Du sollst auch abparalysiert werden, ey, du. Aber sollten nicht die beiden Magnete aneinander kleben? Eigentlich könnten zwei Magnetilo, zwei Magneton oder zwei Magnetzone oder eins von den drei Entwicklungen, wenn die gegeneinander kämpfen, dürften die eigentlich nicht eingreifen können, weil die sich entweder abstoßen und sich voneinander wegbewegen oder zusammenkleben, wie Giotto an der Kaffeetasse. Richtig. Heißt, Game Freak, warte... Fail. Eigentlich aber können Stahl-Pokémon nicht gegeneinander kämpfen, solange ein Magneton, Magnetile oder Magnezone, Kitzone im Kampf ist. Ja, aber immerhin, ein Discharge hat den Magnetilo ausgeknackt und wir haben den Kampf nach 50 Milliarden Jahren gewonnen. Yes. Jetzt muss ich mal gucken, was habe ich denn überhaupt für Items. Paraheiler können wir ganz gut gebrauchen, und zwar für Magnaforce. Dann benötige ich noch einen Trank. Was wir leider nicht in der Tasche haben, oder? Bin ich blöd. Nee. Was? Du hast für die ganzen Tränke, ja, aber ich wäre voll dafür, wenn du erstmal eine Pflegeversicherung abschließt. Ja, ja. Jetzt müsste ich nur noch so ein Amt finden in diesem Spiel, ja. Ja, das gibt's, glaube ich. In, oh Gott, Pinsir, das muss ich austauschen. Irgendwo in Sinnoh. Ja, Sinnoh. Pflegeversicherung! In Jubelstadt, da wo das, wo Jubelstadt TV steht, ne? Junge, denn ich liebe den Sinnoh. Da kann man nicht abschließen! Alter, ich denke mal nach... Ich muss, bevor ich den Arena-Leiter irgendwann herausfordere in diesem Part wahrscheinlich, muss ich erstmal mal ins Pokémon-Center hin. Weil ich glaube, dass wir Pinsir... Pipi, Einzelman, auch gut gebrauchen werden, denn Metronom kann ja gute Attacken... Welche Arena? ...da rausholen. Wer ist die Stadt? Fleetburg. Fleetburg? Stahl-Arena, Adam. Oder wie der heißt. Schon wieder ein Stahl aus, das nimmt sich unser Gamble. Adam,
Macht's einfach. Vor Adam ist nackt. Wer ist nackt? Fini, warum sollte ich mir sowas vorstellen? Naja, weil es Adam und Eva ist. Ja und? Ja, und die sind halt nackt gewesen. Oder glaubst du, dass Adam auf die Welt gekommen ist mit so einem scheiß Bärenpelz um Hals, Lederhaare und einer Dreckschaufel in der Hand? Nein, ich stelle mir einfach viel lieber die Dinge, die Eva nackt vor. Mit einer Schaufel in der Hand, wie erotisch. Nee. Ja, Mann, Minecraft. Sag es einfach mal so, eine nackte Frau ist mit einem Stück Erde zusammen. Boah, nee, sau ekelhaft, ey, also. Das ist doch wahr. Oder was auf diesem Märchenbuch da steht, da auch rauskommen. Aber ich merke gerade, dass meine. Deshalb ist mein Ding aus. Mein rechtes Ohr so taub geworden. Hm. Also so merklich taub, weil. Meine rechte Box ist ausgefallen. Ach, deine auch, ja. Ja, ich denke aber schon, wie ich das Problem beheben kann. Aber guck mal, wenn zum Beispiel Bronzel, unser Gegner, an der Attacke einsetzt, dann hörst du das nicht. Oder ja, ganz schwach. Sollte man eigentlich hören, weil Bronzel und Bronzong sind Glocken. Und obwohl die Boxen aus sind, hätte Game Freak das so machen sollen, dass wenn man jegliche Soundeinstellungen ausgeschaltet hat, man trotzdem die Attacken hört. Angenommen, man hört nichts, ja, keine Musik, so kein Dilerede oder so. Und Bronzong macht Knirsch und dann hört man trotzdem so. Aber sollte man eigentlich machen. Aber ich hab was dagegen. Was du gerade gesagt hast, Bronzel ist ein Spiegel und also soll einen Spiegel darstellen und keine Glocke. Ja, aber da seine Weiterentwicklung eine Glocke ist, hat dieser Spiegel schon eine kleine einintegrierte Klingel, in die man klingeln kann. Das heißt, sie sollte wenigstens ein bisschen Ding-Dong machen. Heißt, wenn sie bei Knie schon nicht, soll die wenigstens so Nom-Nom machen oder sowas. Wenn Bronzel oder so Geschlecht hätte, dann hätte ich das männliche Bronzel in die Eier getreten, dann hätte es Ding-Dong gemacht, ey. Aber sowas von. Aber es ist doch ein Spiegel. Ja, eben. The man in the mirror. Ding-a-ling-a-ling. Jetzt so, noch ein Pokémon und dann beenden wir diesen Part. Wie glaub kommt ich. Ja. Nee. Miss Mages, oder? Nicht beenden, weitermachen! Ja, wenn ich vom Arena-Leiter stehe, dann mach ich Schluss. Richtig. Miss Mages. An was erinnert dich das, mein lieber Freund? An ein Miss Mages. Mrs. Briggs! Genau! Das Mrs. Briggs kriegt aufs Maul! Es ist sogar weiblich! Es ist immer weiblich, verkackt. Ne Psycho, Psywelle. Andiro. Andiro, Spindaro, Platinum. Enhanced Version. Antücher. Antücher. Erbsen. Möpse. Ach ja, wo wir gerade über Elektrizität reden, ne? Ich hab ja auch meine N64, oh scheiße, falsche Richtung. Ausgepackt und meinen verdammten scheiß alten Fernseher, ne? Aus den Keller nach oben getragen, Alter, das war so schwer. Ich hab immer noch Muskelkater. Ich zock, also ich bleib jetzt hier stehen und erzähl meine Geschichte weiter. Und mach das. Ja, ich hab so gezockt, Mario Kart, paar Rennen gefahren, ganz okay. Hab zwar verloren, aber was will man machen? Dann habe ich Pokémon Snap reingeschmissen. Ihr kennt doch das Pokémon Snap Spiel, wenn ich 64 mal ein Pokémon fotografieren muss, ja? Natürlich. Hab gezockt. Das will ich mit Relight spielen. Hab gezockt. Bin schon am Ende des Levels auf einmal zisch! Fernseher, alles ist ausgegangen bei mir, ne? Mein PC hinten, ich guck so, ausgegangen. Mein Fernseher ausgegangen, alles aus, ne? Hab ich gemerkt, dass die Sicherung bei mir ausgeflogen ist, ne? Ah, wenn das mal kein Rotom gewesen ist, ne? Ja, genau. Guck mal, ich zieh so meinen Fernseher aus der Steckdose raus, kommt da so eine Rauchwolke aus der Steckdose raus. Ich so, what the fuck? Alter, meine Kabel am Arsch. Das war vermutlich ein Rotom featuring Smogon oder Nebulak, wer weiß. Ja, was auch immer. Schattensicherungsausfall oder wie man es auch immer nennt. Ich weiß nicht, ich glaube, mein Fernseher ist daran schuld. Ich glaube, ich werde das Ding auf den Sperrmüll schmeißen. Krieg eh bald von meinem Vater einen neuen. Wahrscheinlich. Ist auch nur ein Bildschirm, also von daher nichts verstehen. Wenn es so selbstverständlich ist. Ja. Also, damit verabschiede ich mich und ihr beide auch, glaube ich. Und ich verabschiede mich nicht, nein. Ja, weil es ja direkt weitergeht in diesem Part. Also, ja, Leute, ich bin noch da, ja? Ja, aber ich muss den Part quitten. Quitten? Dann würde ich sagen, wir sehen uns im nächsten Part, Leute, nicht? Wir sind uns im Quittenturm. Ja, Wortspiel! Pflegeversicherung! Also, heute, Leute, fuck you! Haut rein! Okay, Leute, fuck you!